Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die CDU-CSU-Fraktion ist einer stabilen Finanzpolitik verpflichtet, eine Finanzpolitik, deren Eckpunkte lauten Entlastung von Bürgern und Unternehmen, Stärkung der öffentlichen Investitionen und Augenmaß bei den Ausgaben. Diese Finanzpolitik hat zu mehr Wachstum, Arbeit und Beschäftigung in unserem Land beigetragen. Allein sie hat uns eine Haushaltslage beschert, die ohne immer neue Schulden auskommt. Meine Damen und Herren, diese Finanzpolitik ist eine Erfolgsgeschichte. Die Bürgerinnen und Bürger haben von dieser verantwortungsbewussten Steuer-, Haushalts- und Finanzpolitik in vielfacher Weise profitiert. Seit 2015 haben wir die Tarifeckwerte der Einkommensteuer um die festgestellte bzw. erwartete Inflation angepasst. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Damit haben wir die kalte Progression unterbunden. Zuletzt haben wir die Eckwerte für 2017 um 0,73%, für 2018 um 1,65% erhöht. Allein damit entlasten wir unsere Steuerzahler um rund 7 Milliarden Euro. Das ist die Wahrheit in diesem Lande, meine Damen und Herren. Zusammen mit weiteren Maßnahmen ergibt sich ein Gesamtentlastungspaket von 25 Milliarden Euro für diese beiden Jahre. Das ist die Situation, die es bei den Steuerzahlungen gibt. 25 Milliarden Euro, die die Menschen mehr in der Tasche haben in unserem Land. Das kann sich sehen lassen, und es ist auch gerecht. Dabei ist es auch für die Zukunft wichtig, dass wir die Bürger letzten Endes in der Inflation nicht überfordern. Und das haben wir auch im Koalitionsvertrag fest vereinbart. Ich zitiere wörtlich: Wir werden die Steuerbelastung der Bürger nicht erhöhen. Wir erhalten an der bewährten Übung fest, alle zwei Jahre einen Bericht zur Entwicklung der kalten Progression vorzulegen und den Einkommensteuertarif im Anschluss entsprechend zu bereinigen. So steht es im Koalitionsvertrag. Meine Damen und Herren, dazu stehen wir, und daran können uns die Bürger messen. Dazu braucht es natürlich keine Aufforderung der AfD und schon gar keine Märchenstunde von Ihnen, Herr Glaser. Wie Sie rechnen, hat die Stadt Frankfurt erlebt, meine Damen und Herren. Sie, meine Damen und Herren, Sie, meine Damen und Herren von der AfD, unternehmen hier den neuerlichen Versuch, sich mit fremden Federn zu schmücken, und Sie verbiegen einfach die Wahrheit in unserem Land. Das ist die Situation, die wir hier andeuten müssen. Sie versuchen, sich an etwas dranzuhängen, was längst gängige Praxis ist, in der Hoffnung, Sie können sich das letzten Endes bei den Bürgern künftig zurechnen lassen. Dass Sie solche Tricks nötig haben, zeigt die ganze Inhaltslehre Ihrer Politik, Ihres Antrags. Dieser Antrag ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben steht, meine Damen und Herren. Sie tun mal wieder so, als ob Sie tatsächlich etwas tun. In Wirklichkeit tun Sie nur das, was Sie wirklich am besten können, nämlich gar nichts, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, die Verhinderung der kalten Progression im Steuerrecht und das Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit bleiben unsere wichtigen Beiträge zur Leistungsgerechtigkeit in unserem Land. Es kann ja nicht sein, dass die Menschen in unserem Land mehr leisten, dadurch höhere Bruttoeinkommen erzielen, und dann steuert der Fiskus so viel davon weg, dass die Bürger unter dem Strich am Ende weniger in der Tasche haben. Nein, meine Damen und Herren, das wollen wir nicht, und das geht nicht. Leistung muss sich lohnen, nicht nur für den Fiskus, sondern vor allem für unsere Bürgerinnen und Bürger. Ich sage hier allerdings auch ganz offen, wir könnten uns weitere Entlastungen für die unteren und mittleren Einkommen in der Zukunft vorstellen. Dazu gehört insbesondere die Anhebung des Eckwertes für den Spitzensteuersatz von rund 54.000 auf 60.000 Euro zu versteuerndem Einkommen. Wir haben dies konkret in den Koalitionsverhandlungen verhandelt und eingebracht. Wir halten diese Entlastung weiterhin in der Zukunft für
orientiert und vielleicht auch durchsetzbar und erforderlich. Warten wir es ab, Steuererhöhungen, ob nun offen oder heimliche, sind und bleiben für die CDU-CSU nicht vertretbar. Nicht vertretbar vor allem in einer Zeit, meine Damen und Herren, in der die Staatskassen durch den anhaltenden Erfolg bei Wachstum und Beschäftigung gut gefüllt sind. Zur erfolgreichen Politik für Mittelstand und Mittelschicht gehören Steuerentlastungen. Und wir müssen deutlich sehen, dass gerade letzten Endes jede Analyse zeigt, wie sich die Steuerquote im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt entwickelt. Die Steuerquote hat sich von 2016 auf 2017 relativ stabil gehalten, 0,1% nur Erhöhung. Das heißt, das Argument, das Sie sagen, diese Situation hat nichts mit Rekordbeschäftigung, mit Wachstum zu tun, sondern mit Überforderung der Bürgerinnen und Bürger, ist widerlegt. Die Steuerquote steigt nur um 0,1%. Natürlich können wir uns eine niedrigere Steuerquote noch vorstellen. Aber Tatsache ist, dass Ihr Argument, die Rekordbeschäftigung, Wachstum, das wir durch unsere Finanzpolitik erzielt haben, nicht die Ursache ist, ist einfach dadurch widerlegt. Das muss man deutlich hier noch einmal festhalten, meine Damen und Herren. Zur erfolgreichen Politik für Mittelstand und Mittelschicht gehören zweifellos steuerliche Anreize, Steuerentlastungen, Steuergerechtigkeit, Steuerentbürokratisierung. Und diese Themen bleiben in dieser Koalition auf der Tagesordnung, meine Damen und Herren. Der Antrag der AfD ist deshalb überflüssig. Wir brauchen keinen Nachhilfeunterricht, von Ihnen schon gar nicht, sondern wir werden gemeinsam, sachlich, inhaltlich orientiert unsere gemeinsame Aufgabe und Verantwortung wahrnehmen. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Markus Herbrand, FDP.